Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosocte Sims 4! Und ich hoffe auf irgendeine Weise familienadäquat. Ja, wir müssen ein kleines Bugfixing machen. Ein Bugfixing. Ja, warum müssen wir ein Bugfixing machen? Weil wir Problem haben, dass hier keiner auf Toilette kann. Der Mülleimer steht im Weg. Ja, kann passieren. Ist nicht schön, aber das ist nun mal so. Das heißt also, wir werden den Mülleimer hierhin positionieren, drehen, positionieren, drehen. Das machen wir dann auch mit dem Handwaschbecken. Ich guck mal, dass das jetzt funktioniert. Theoretischerweise hat man jetzt zu allen Dingen Zugang. So theoretisch! Ich hoffe, es funktioniert. Halt! Den Mülleimer müssten wir bestimmt auch nochmal drehen, so lang. Ich hoffe, dass das funktioniert, sonst haben wir echt ein Problem. Schauen wir mal. Kicken wir mal. Das heißt also, wir werden nochmal auf Toilette gehen, verwenden. Dann gehen wir mal ran. The water is flushing. The water is flushing. Ach, ist das nicht schön? So, Hände waschen. Geht das auch? Mhm. Ja. It's working. Was machst du jetzt? Spiel spielen. Ja, während der Arbeitszeit. Der Ding geht's ja echt gut, wa? Nee. Das geht nun wirklich nicht. So, zumindest funktioniert das jetzt mit der Toilette. Das ist ja mal ganz schön. Das ist nicht nur ganz schön, das ist sogar super. Aha, ich muss mal gerade mal kurz gucken. Mit der Steuerung, das übliche Problem, wie man es kennt. Aha, sie hört sich wieder die Berieselung an. Oh, hier möchte jemand abkassiert werden. Ja, ja, Kunden abkassieren. Komm mal hin. Zacki, zacki. Aber ZZ, was ist denn mit ihr los? Warum kassiert sie wieder nicht ab? Aufgabe zuweisen. Sie hat ihren Auftrag vergessen. Warum? So, das funktioniert. Das finde ich wieder mal sehr extrem ärgerlich. Die steht da nur rum, die spielt nur. Immer das leidige Personal. Ich könnte die natürlich jetzt theoretischerweise auch feuern. Aber dann habe ich gar kein Personal mehr. Ich will eigentlich mehr Personal haben. Es ist alles nicht so komisch. So, dann wollen wir mal kicken. Also bis jetzt mache ich irgendwie die Hauptlast. Die macht eigentlich nicht viel. Ja, mal ganz ehrlich, hat einen Kunden heute abkassiert. Okay, das hat sie geschafft. So, jetzt sag ihr nochmal, die soll kassieren. Oder auffüllen. Lass mal sie mal auffüllen. Aufgabe zuweisen, verkaufte Ware auffüllen. Danke. Oh. So, dann kann ich den hier nämlich abkassieren. So. Und danach machen wir den Laden zu, weil wir haben schon gleich 19 Uhr. Ach, der Kunde ist gegangen. Toll. Ganz großes Kino. Ach, den habe ich gar nicht fertig abkassiert? Es sind immer noch zwei Objekte. Das ist jetzt aber sehr ärgerlich. Ah, 19 Uhr. Ausgezeichneter Wahl. Sobald du Zeit hast zum Kassieren, wo bist du? Aha. So, Kunde abkassieren. Was macht sie jetzt eigentlich? Ja. Und? Funktioniert's? Funktioniert's nicht? So, okay. So, sie macht, ja, was auch immer. Ich hab hier Personal. Ich weiß es nicht, was das hier soll. Also, es ist. Ich verstehe es nicht. So, das Abkassieren dauert aber auch wirklich sehr lange, muss ich sagen. Also, es ist sehr komisch. Normalerweise wird man in so einem Geschäften sehr schnell abgezogen und fertig ist. Oh, wir haben 300 Punkte. 340 waren das, wa? Muss noch mal nachgucken. Ich hab so ein Wassergedächtnis heute. Ja, nee, 350. 350.
Das heißt, wir brauchen noch 50 Punkte. Wir sollten theoretischerweise am nächsten Geschäftstag zu erreichen sein. So rein theoretisch. So, sie konnte jetzt auf Klo. Da. Hä? Cool, wa? Sie konnte jetzt auf Klo. So, dann werde ich mal das Geschäft jetzt schließen. So, Nettogewinn minus 23. Das ist ja mal echt der Hammer hier. So, dann werde ich hier schnell mal das Outfit nachliefern. So, alle anderen gehen nach Hause. Ich bin fast damit überlegen, ob wir das mit einem Objekt nachliefern, generell zum Geschäftsschluss machen. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das einpendeln, ne? So, mach mal hinne. Ja, bis jetzt hat das Geschäft eher nur gekostet. Ihr seht ja, wo die Kohle bleibt, ja? 500.000 hat man hier abgeliefert und jetzt sind wir bei 446.000. Bin mal gespannt, ob das irgendwann mal Plus macht und vor allen Dingen auch ein merkbares Plus oder so. Ne? War schon so merkwürdig, merkwürdig. Oh, okay. Wobei, bei uns kommt das eh nicht auf die Kohle drauf an, weil, 325 Punkte. Das heißt, dass wir bald uns eine neue Mitarbeiterin leisten können. Werden wir auch machen, auch wenn wir hier kein Plus machen, aber das ist mir egal. Dann geht's mal nach Hause. Und jetzt werden wir wieder einen höllischen Ladescreen haben, ne? Na komm, mach hinne. Karte laden, danke. Ja, hat mit den Objekten zu Hause zu tun. Ich bin am Überlegen, ob wir die Objektzahl etwas vermindern werden. So schade ich das auch dann finde. Wo mussten wir denn hin? Windenburg, genau. Jetzt war ich echt überlegt, wo ich hin muss. Wenn ihr einen Trick kennt, wie man trotz enormster Objektzahl an bessere Ladezeiten kommt, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten muss ich irgendwo vielleicht das Raptorengras mal wegmachen oder den geheimen Garten wegmachen, wobei der so geil aussieht. Irgendwas muss ich machen, weil die Objektzahl ist die Hölle und das spiegelt sich dann halt auch im Ladescreen wieder. Wobei ich aktuell dann eher am Überlegen bin, den Geheimgarten wegzumachen, weil den sehen wir nicht so oft und die Raptoren, auf die Raptoren will ich nicht verzichten. Die Raptoren sind halt Raptoren, versteht ihr schon, also. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig sonst. Oder wir bauen uns so einen kleinen Jurassic Park auf. Das heißt, wir nehmen uns ein extra Grundstück, bauen daraus einen Jurassic Park und dann kann man halt immer zu dem Jurassic Park hingehen und dann viel Spaß bei den Dinos haben oder so. Aber ich hätte die schon gerne zu Hause. Wie die Leute halt gerne ihren Wachhund haben, habe ich gerne eben meine Raptoren im Garten. Das ist ganz normal. Wenn dann irgendwelche Leute kommen, wie Versicherungsvertreter oder Staubsaugerverkäufer oder irgendwelche von irgendwelchen Glaubensleuten, dann haben meine Raptoren endlich mal was zum Futtern und ich habe meine Ruhe. Versteht ihr schon, was ich meine? Das ist immerhin nur eine Win-Win-Situation. Man soll ja nicht sagen, dass ich nicht auf irgendeine Art und Weise tierlieb bin. Ne? Ich habe meine Tierchen halt gerne und auf die möchte ich nicht verzichten. Ne? Aber wie das hier aussieht, das ist... Der Ladescreen ist die Hölle. Und immer wenn es nach Hause geht. Wenn es nach Hause geht, da seht ihr, das dauert und dauert. Das ist die Hölle. Und ich weiß ja nicht mal, was ich großartig erzählen soll. Ja, also wie gesagt, also wenn ihr da eine Möglichkeit kennt, das zu beschleunigen, bitte in die Kommentare damit. Ansonsten muss ich echt überlegen, zumindest den geheimen Garten wegzumachen. Wobei ich den sehr schön finde, muss ich sagen. Aber selbst wenn ich heute, sagen wir mal, den geheimen Garten wegmache, ja, gibt es trotzdem wieder eine Situation, wo ich den geheimen Garten woanders aufbaue. Aber ich will nicht zu viel spoilern, was ich vorhabe. Hat nämlich mit der Entwicklung der Familie noch weiter zu tun. Das wird sowieso noch irgendwann nochmal richtig lustig. Ja, so wie es halt ist. Aber alles zu seiner Zeit. Oh Mann. Ich glaube, ich muss wirklich den Geheimgarten wegmachen. So, zumindest höre ich schon mal die Musik im Hintergrund. Ja, juhu, wir sind zu Hause. Es ist 20 Uhr noch was. Da sieht man, dass im Hintergrund irgendwie die Zeit vergeht.
Ja, das ist so ein Ding. Gut. Wir schauen mal nach. Was sagen denn die Bedürfnisse bei der jungen Dame? Hunger? Hunger. Ja, wir machen erstmal was gegen den Hunger. Hunger, 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 Hunger. Das heißt, wir öffnen uns das hier mal und holen uns mal hier ein Gerücht heraus. Wie sieht's denn hier aus? Macht die junge Dame hier. Hier muss ich mal ein bisschen die Wände rausziehen, damit ich hier wieder was sehe. Ja. Miss Robotic ist dabei. Die könnte mal Grundsatzhygieneprogramm machen. Das heißt, sie macht einen Ölwechsel und wird dann noch hier mal Hände waschen. Auf jeden Fall. Was macht unser guter JD? Ja, der sieht fantastisch aus. Was, JD? Mann, der JD, der kann. So schön kann doch kein Mann sein. Hygiene, Energy, das sieht alles super aus. Zuckerfee, wie geht es dir? Sollte ich natürlich auch aktivieren. Ja, definitiv auch ein bisschen Hygiene und ein bisschen Hände. Hände, 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 Hygiene. Du darfst Zähne putzen. Genau, Zuckerfee darfst auch mal Zähne putzen. Wie sieht's denn da aus? Auch ein bisschen Hygiene, auf jeden Fall. Die scheinen ja alle ein gewisses Hygienegrundsatzproblem zu haben. Einmal das bitte sehr und dann bitte mal hier. Wie sieht's denn bei mir aus? Ja, ich könnte mich auch um meine Hygiene kümmern. Das ist schon komisch, ne? So, einmal verwenden, auch 10. Und wie sieht's jetzt aus? Wir haben Blase und Hygiene. Ja, machen wir auch bei ihr. Verwenden und auch mal Zähne putzen. Danke. Lady in Black. Aha. Auch nochmal Blase. Und auch einmal Hygiene. Gut. Sehr schön. Kohle-Counter läuft. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwelche Rechnungen bezahlen müssen. Müssen wir mal schauen. Wie sieht's denn da aus? Post bekommen keine. Okay, das sieht schon mal sehr schön aus. Ja, Raptoren im Gras. Also wie gesagt, auf Raptoren im Gras will ich nicht verzichten. Das sieht eher danach aus, dass ich erstmal temporär den geheimen Garten wegkloppen würde. Man kann ja irgendwie einzelne Zimmer speichern. Ich muss mal gucken, wie das geht. Ja, schauen wir mal nach. Das haben wir denn. Haus verschieben, Grundstück verschieben. Ach, das geht auch. In meiner Bibliothek speichern. Grundstück. Zimmer speichern, kein Zimmer gewählt. Aha. Zimmer speichern. Gut. Das dauert. Ihr seht, das dauert. Das ist so die Hölle. Da werden auch gar nicht alle Objekte richtig angezeigt. Ich hoffe, dass das funktioniert. Küche, Badezimmer, Esszimmer, draußen, Kinderzimmer, Karriere verschiedenes. Karriere verschiedenes. Der geheime Garten. Der geheime Garten. Ja, was machen wir ein? Der geheime Garten von Hashtag Exos sorgt. So, das sollte reichen. Machen wir mal drei Punkte jetzt auf youtube.de. Gut. Das Ganze speichern wir mal. Zimmer in Galerie teilen. Können wir sogar teilen.
Das heißt, dann finde ich den auch immer wieder. So, den haben wir geteilt. Wir können auch mal nochmal das Haus teilen. Den Haushalt teilen. The Quantum Mansion. Wenn wir schon mal dabei sind. Lade, 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 lade. Ach du Schande. Ja, das geht schon ein bisschen flotter jetzt. Gut. Boah. Hallo, 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 herzlich willkommen zu Exos hier, haben wir hier Quantum zu sehen auf Exos auf YouTube und die Röhre. Gut, okay, das nehmen wir mal so und das Ganze mal bitte raus. Und das Ganze machen wir als Neuspeichern. Gut, das haben wir. So, und morgen ruppen wir den Geheimgarten dann weg und dann hoffen wir, dass die Ladezeiten ein bisschen besser werden, weil das sind schon eine Menge Objekte und dann schauen wir mal, was Sache ist. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag, bleibt soweit gesund und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.